Folge Nummer 48 von Abaoyon. Herzlich willkommen. Und wir hatten letztes Mal irgendwo einen Asteroiden, der dann mit Titan war. Und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, hingeflogen bin ich nicht mehr, oder? Aber wir können das mal gucken. Ist es der? Ach, der ist es. Vielleicht bin ich doch hingeflogen. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich bin schon so alt. Nee, ist Eisen, ist gar nicht Titan. Aber wir können da mal gerade hinfliegen. Und ich glaube, das ging nicht. Ich weiß nicht, ob sich es in der Zwischenzeit geändert hat. Damals war es so, dass solche Asteroiden leider nicht einnehmbar waren. Die sehen zwar aus wie einnehmbar, aber die gingen damals nicht. Nur die stinknormalen gingen. Aber wir können das ja mal austesten, indem wir mal näher rücken. Ja, wie man sieht, geht es nicht. Es hat sich nichts geändert. Schade, das wäre ihr Preis gewesen. Weil so können wir ja am besten vielleicht auch die Reputation, ne, hieße, oder? Verbessern gegenüber anderen. So, aber das hat sich dann erledigt. Man müsste jetzt gucken, ne? Dass man hier irgendwo welche findet, aber ja, schwierig. Die sehen alle ganz normal aus, ne? Da sind schon mehrere hintereinander, voreinander, umeinander. Deswegen sieht man das nicht. Ich glaube, hier ist nichts. Zack. Da hinten, der sieht so spannend aus. Kann aber auch sein, dass wieder nur zwei direkt nebeneinander sind, ne? Also hier ist auch nichts. Gut, gehen wir mal auf die Karte gucken. Wir hatten den Reiter 1 ja letztens hier durch die Gegend geschickt. Der springt auch noch wunderbar hin und her. Wir gehen dann... Ach so, müssen wir rauszoomen. Ja. Ah, okay. Wir wollen die alle mehr nach da haben. Das ist definitiv Fakt, ne? Weil irgendwie müssen wir gucken, dass die mal woanders sind. Die Lady ist das nicht. Der Miner arbeitet noch. Der zweite auch. Die Lady war auch ein Miner, arbeitet auch noch. Reiter 1 ist unterwegs. Craft liegt da hinten brach, weil kein Dingenskapitän da ist. 3 ist am Arbeiten. Hatte der jetzt schon den Dingens drin? Ich weiß es nicht mehr. Der Discover ist da und tut nichts, ne? Der Discover könnte ja auch noch ein bisschen was entdecken, oder? Wir machen das mal so, dass wir den Discover einfach jetzt mal hier so rüberspringen lassen. Und dahin... Geht noch nicht. Und ich mache den mal dahin. Vielleicht ist da ja schon noch vor... Da muss vor dem Spalte sonst... Oder er geht rüber, der... Dingens, sag schon, die Linie. Hier fehlt uns auch Ausrüstungsdock. Jetzt springen da mal schnell hin, dann wissen wir, was da los ist, ne? Sprung. So, jetzt Astreiter 3 haben wir, Craft haben wir. Craft liegt da. Private Notiz Home Sektor. Okay, das haben wir schon geklärt. Ist jetzt der Dingens? Ach so, ja, wegen fehlenden Kapitän, ne? So, jetzt ist er da angekommen. Ich glaube, jetzt machen wir mal so, dass wir da mal gerade in den Sektor gehen. In den Sektor wechseln. Ach so, ich hätte natürlich in den Sektor an dem Schiff wechseln können. Naja, jetzt ist es so. Auf der anderen Seite ist es auch nicht verkehrt. So wie wir jetzt gerade diesen Sektor so weit für dieses Schiff, dann schiffen wir das. Hat keinen Kapitän, ist auch klar. Warte mal. Ach, ich bin doch drinne. Okay. Hier ist aber tote Hose. Das bedeutet... Ach ja, okay. Gehen wir erstmal raus. Und dann schicken wir ihnen erstmal so ein paar Blipse weiter, oder? Also, der geht schon mal dahin. Ah, hat wieder gut geklappt, ne? Discover geht dahin. Er kann da nicht lang. Das heißt, er muss hier so lang. Und... ja, machen wir so. 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 So, 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 so,
So, so. Und da lang. Dann hat er auch wieder was zu tun, ne? Der springt da so schön hin und her. Gut. As Reiter 3 baut Asteroiden ab. Craft macht nix. Dann können wir jetzt sozusagen reinwechseln dann, ne? Wo ist ein Craft da? Jetzt ist gerade die Frage, ob Craft ein Schiff in Sektor wechseln. Hat der schon den Naonit-Abbaulaser gekriegt? Das ist die Frage, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder habe ich den woanders gar nicht verbaut? Oder habe ich den woanders verbaut oder habe ich den gar nicht verbaut? Das ist jetzt die Frage. Ich würde gerne ein Schiff, ja. Jetzt würde ich gerne mal gucken. Hier ist nichts drin. Das sollte man schon mal ändern. Und haben wir ein Geschützkontrollsystem. Und ist das der Airlaser? Nee, Geschützkontrollsystem. Ach so, können auch nur Geschützkontrollsysteme sein, weil wir hier ja, sag schon, ne? Oh, warte mal. F. Ausrüstung handeln. Generator-Upgrade, Geschützkontrollsystem. Plus 1 Quantum Hyperraum. Sprungreichweite plus 2, Sprungreichweite plus 4. Radarreichweite. Okay, Scanner-Upgrade. Transporter, Geschützkontrolle. Okay, okay, okay. Da gucken, Volta-Geschützturm, Doppel-Laser-Geschützturm. Aber hier gibt es definitiv erstmal ein paar Naonit-Geschichten. Aber leider kein R dabei. Aber wir sollten vielleicht trotzdem zur Verteidigung für dieses Schiff da mal einkaufen gehen. Oh Gott, wir sind ja schon da. Da sind wir mal krass vorbeigeflogen, ne? Okay, das haben wir gerade so hingekriegt, dass ich die F-Taste noch gefunden habe. So, dann schauen wir mal rein. Ausrüstung handeln. Ne, da. Volta-Geschützturm aus Titan. Ich würde aber gerne den Doppel-Laser-Geschützturm nehmen. Now nit. 24 Energieverbrauch, 49 Schaden, Batterieaufladung. Ach, kann ich nicht kaufen. Schade, ne? Gut, dafür brauchen wir mehr Freundschaft mit dieser Koalition. Gravitationsgeschützturm. Lassen wir erstmal weg. Jetzt müssen wir überlegen, kaufen wir überhaupt was dann oder nicht? Der erste geht nicht, also ab hier geht. Das ist aber ein Abracker, der nicht so interessant ist. Gravitationsgeschützturm will ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich glaube, wir sind dann erstmal so weit, dass wir... Generator-Upgrade ist erzeugte Energie plus 48 Aufladerate plus 24 erzeugte Energie plus 24 Aufladerate, wenn wir es fest einbauen, okay. Geschützkontrollsystem. Sollten wir das mal kaufen? Warte mal, den Sprungreichweite wollten wir auf jeden Fall kaufen, ne? Jetzt habe ich bald so viele da, dass das gar keinen Sinn macht, die alle zu kaufen, ne? Scanner-Upgrade. Scanner-Reichweite bei festen Stationen, die Aktiv-Scanner-Reichweite plus 70% Niveau, der du Fracht exakt erfährst und dann schwer siehst. Ja, ist auch eigentlich nicht schlecht, ne? Komm, wir kaufen das mal einmal. So, der Rest ist jetzt erstmal über. Hier war nix. Aktionsgebiet. Haben wir die Karte letztens gekauft und dann haben wir die dann aufgedeckt? Ich glaube nicht, ne? Ich kaufe noch eine. So. Dann ab in den Frachtraum. Ne, Frachtraum war Blödsinn, ne? Warte mal. Ach, da müssten wir für ins Dingens gehen.
IBA, richtig, ne? So, da haben wir drei Stück an der Zahl. Ich möchte aber gerade erst die Karte einmal angucken. So. Nordostgebiet, also muss hier was frei werden, wenn überhaupt. Ja, ich glaube, das ist hier mehr geworden. Kann das sein? Nordostgebiet. Ich hoffe, das ist jetzt nicht alles das Gleiche, ne? Na, ich weiß nicht, ob das mehr geworden ist. Sieht jetzt nicht unbedingt so aus. Haben wir uns wahrscheinlich mit Verkauf dreimal das gleiche zu kaufen. Ja, ich glaube, das ist Quatsch gewesen, oder? Ich glaube, es hat sich hier nichts geändert. Schade. Naja, ist halt so. Gut. Da raus. Da rein und zwar, ja, nee. Nee, doch, war richtig. Haben wir hier alle Felder frei. Jetzt nehmen wir mal Geschützkontrollsystem. Bauen wir da schon mal ein und installieren das fest. C43 Detektor. Jetzt haben wir hier ein Handelssystem, ne? Ja. Werkbausystem. Hier ist noch ein Handelssystem. Handelsroutenerkennung. Ja, okay, das können wir mal gerade hier angucken. Das ist jetzt reichlich, das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir weiter checken, was wir noch einbauen wollen. Der Detektor ist zum Finden von Dingen. Handelssystem, dafür bräuchte man den Kapitän, damit er es automatisch macht, sonst macht das keinen Sinn, oder? Das ist ein Radar-Upgrade. Massenscanner Reichweite plus 3, bei Festnetzschaltung nicht aktiv. Massenscanner Reichweite plus 3. Also 6. Das haben wir noch gar nicht drinne. Und fest installieren, bitte. Das war jetzt ein Radar-Upgrade, genauso wie das, ne? Sind identisch. Das ist ein Quantum-Hyperraum-Upgrade. Fest installieren, ist drin. Generator-Upgrade. Haben wir da noch eins? Nein. Kommt, zack, das kommt da auch noch rein. Das brauchen wir nicht, brauchen wollen wir nicht, haben wir schon. Es fragt dich, ob wir ein Handelssystem jetzt hier haben wollen. Was war das? Ein Scanner-Upgrade haben wir, ne? Oder? Nee. Wir haben nur einen Scanner drin, ne? Wo ist er denn jetzt? Gar nicht. Ach so, den haben wir noch nicht gemacht, der ist noch da oben. Warum wackelte mein Bild? Hat mich jetzt wer angeschossen oder sowas? Jetzt ist die Frage, ob ich gleich noch ein zweites einbaue. Lass mal gerade gucken. Oh, der hat ja jetzt schon eine riesengroße Karte, ne? Und hier haben wir jetzt die gelben Blipse, wo was Besonderes ist. So, jetzt sollten wir vielleicht gucken, dass wir dahin fliegen. Komm, machen wir mal. Nach da oben links. Sehr behäbig, da müssen wir auch noch was dran erarbeiten, oder? Und weg sind wir. Gucken wir uns an, was da los ist, oder? Hier ist nix. Warte mal. Hier ist aber auch gar nichts. Wieso ist hier eine Massesignatur? Kann mir das einer erklären? Ach so, doch, Asteroiden sind doch hier. Tja, da brauchst du jetzt den C43, um den zu entdecken, ne? Oder? Wie war das? Komm dann.
Ne, der war es nicht. Schmeiß den da mal rein. Ach so, vielleicht sollten wir noch mal gucken. Findet und markiert alle interessanten Objekte, zeigt eine Meldung, wenn interessante Objekte gefunden werden. Markierungsreichweite 4. Wenn ich den fest einbaue, ändert sich da was? Nicht wirklich, oder? Nochmal hier reingucken. Wo ist er denn jetzt hingewandert? Habe ich ihn jetzt weggeschmissen? Sieht wohl so aus. Hä? Ah, jetzt ist er da. Markierungsreichweite 4, also Aufspürreichweite Sektor, Energieverbrauch 217. Installieren. Okay. Bin ich falsch gesprungen bei den gelben Glips? Nee, ne? Eigentlich nicht. Verstehe ich jetzt nicht, aber ist halt so. So, da sind wir schon rum gleich. Und dann springen wir da mal hin, oder? Gladiatorgebühren bezahlt. Das Schiff schaut in die falsche Richtung. Genau so ist es. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir da was entdecken, oder? Ach, weißt du was? Ah, jetzt sind hier schon mal ein paar Feinde. Das ist schon mal nicht gut. Aufladezeit ist verschlechtert. Ah, das hört sich nicht gut an. Okay, das hört sich ganz schlecht an, aber wir sind verdammt schnell unterwegs. Da brauchen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. Ich habe nicht eine Waffe an Bord, das ist das Schlimmste. Also nicht eingebaut. An Bord habe ich sie, also dabei habe ich wahrscheinlich welche, ne? Gibt's hier ein Tor? Nein, es gibt hier kein Tor. Oder? Nee. Und lauter Böse. Sekunden wollen noch, über eine Minute. Schauen wir mal, dass wir hier wegkommen, ne? Sind das da oben mit dem Anker? Ja, hat keinen Sinn, ich krieg hier jetzt gerade nichts kontrolliert. Das sind außerdem zu viele. Also wenn ein paar Schüsse kommen, dann kann er wegfliegen, ne? So ist ja nicht. Ich glaube, ich entferne mich jetzt auf jeden Fall von denen, ne? Unser Antrieb ist ja wenigstens so gemacht, dass wir gut Power haben. Wir müssen nur gerade diese 25 Sekunden oder 22 Sekunden noch überleben, wahrscheinlich. Ja, und dann heißt es weg hier, und wenn wir weg sind, dann heißt es auch, ne? Gucken. So, da ist auch ein böser Sektor dann. Ne, dann lass uns da mal hinspringen. Weil da gibt es dann, sag schon, einen Ausrüstungsdock, das wir auch noch angucken können, ne? Sehr schön. Und tschüss, Leute. Guck mal, die haben es gerade angemacht und ich habe es gerade noch geschafft, wegzukommen. Gut, gut. Ja, okay, das Ding ist immer noch. Ich kann also nicht springen. Ist aber jetzt gerade erstmal nicht so schlimm. Ich muss nur mal gucken, wo jetzt das Ausrüstungsdock zu sehen ist. Ich sehe es gerade nicht so wirklich. Um die T. Ach, da rechts. Einmal reingeschaut. Ausrüstung handeln. Traktorstahl, Geschützkontrollsystem. Traktorstrahl, Geschützkontrollgenerator, Radar, also das Handelssystem.
Da ist jetzt nichts, was ich haben möchte. Vierfacher Bolter Geschützturm. Doppel-Tesla Geschützturm. Schadenstyp Elektro. Kein Schaden gegen Stein. Hier unten gibt es Leerlaser, aber nur aus Titan. Also nichts für mich jetzt gerade. Warte mal, Titan, Air, Bergbau, Geschützturm. Aber Titan, ja, nee, nicht wirklich. Ich glaube, das lassen wir mal außen vor. So, schauen wir weiter. Da oben gibt es ein nächstes Depot. Können wir die Koordinaten eingeben schon mal. Und auch wir können sogar hinspringen, wenn es soweit ist. Und dann gucken wir das noch an und dann ist die Runde auch schon durch, würde ich sagen. Einmal fliegen. Einmal schauen, was es gibt. Und dann speichern wir. Und die nächste Folge gucken wir dann nochmal rein, weil dann gibt's vielleicht wieder neue Sachen da dran. Ein bisschen cheaten ist das, oder? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. So, wo ist es? Ich sehe es nicht. Doch, da. Ausrüstung. Torpedos. Dahin. Tesla Geschützturm kann ich nicht kaufen. Den kann ich auch nicht kaufen. Titan Erber oder Titan, naja, war schon wieder alles, ne? Dreifachmaschinen, Doppelnanonit, Bergbaugeschützturm. Leider nur ein normaler Tesla Geschützturm. In exotisch. Kann ich leider nicht kaufen, darf ich nicht. Abwracker, Doppelbergbau, nee, das ist alles nix. Was haben wir hier jetzt? Doppellaser Geschützturm. Ich glaube, ich fliege da schnell hin und kaufe mal diese Doppellaser-Geschütztürme, Pulskanone. Die beiden möchte ich jetzt mir noch gerade holen. Wow. Ich glaube, wir haben keinen Schaden genommen, oder? Schifflady bezahlt. Ne, steht nichts von Schaden gerade. So, ein Dockingport bitte einmal. F zum Traktor. Sehr gut. So. Ausrüstung handeln. So. Hat sich nichts geändert, ne? Ich kaufe den und kaufe den. Ich guck nochmal hier rein. Traktorstrahl 30% reduziert. Wow, aber ich kann nicht kaufen. Generator-Upgrade. Nee, Antriebs-Upgrade. Schnell genug sind wir. Bergbausystem haben wir, glaube ich, noch. Radar-Upgrade für das Handelssystem. Nee. Den haben wir in Blau. Damit sind wir sonst durch, oder? Nordwest gibt es eine Karte. Zusatzsektoren, okay. Also wenn, dann die. Ja, ich habe sie gekauft. Komm. Einmal Karte. Einmal raus. Einmal benutzen. Einmal raus. Und da gab es jetzt mal richtig viel. Da, so, da, so muss das sein, ne? Dann gefällt es auch mit dem Nachbarn, ne? So, und dann in Baumodus. Und dann Waffe. Bolter Geschützturm. So. Das ist der Doppel-Naonit Air Bergbaugeschützturm. Ach so, waren die gar nicht Naonit? Aber ist egal. Wir hauen die da alle rein. Ah, super, hat gut geklappt, ne? Und der kommt nur noch neben. So.
Bauen wir den ein oder bauen wir den nicht ein? Nein, der kriegt irgendeinen Miner. Das macht sonst keinen Sinn. So. Ne, I war falsch. B brauchen wir. Was fehlt jetzt? 6 Kanoniere. Aber ich habe nur 2 normale Besatzungsmitglieder. Wir sind noch angedockt, ne? Ja. Crew erneuern. Bergmänner? Kanoniere. Brauchte ich jetzt 6 Kanoniere? Ja. Aber Bergmänner brauchte ich keine, ne? Oder? Da. Doch, da steht Bergmänner. Habe ich irgendwas Bergbaumäßiges eingebaut? Wahrscheinlich. Schiff ist überbevölkert, alles klar. Ja, das hatten wir ja schon, ne? Das Thema, sind das Platzhalter oder nicht, die Stahlrohre? Im Prinzip sind das keine Platzhalter. Steuerung C, Steuerung V. Und dann das Ganze neu in Naonit. Und dann muss ich überlegen, wo ich es hinbaue. Ich mache meine Spiegelachse an. Und es sind halt keine Platzhalter und ich baue die jetzt dahin. So, jetzt haben wir Platz für alle. Und jetzt müssen wir noch gucken. Da haben wir irgendein Bergbauding gebaut, das brauchen wir ja gar nicht. Oder wollen wir hier nicht dran haben erstmal. Machen wir die Achse aus. Abwracker. Laser. Voltergeschützturm. Das heißt, dieser hier kann weg. Dann habe ich das da oben auch nicht mehr. So, passt. Raus aus dem Baumodus. Und ja, würde ich sagen, sind wir erstmal hier. Lass mal gerade nochmal schnell reingucken, ob sich was bei der Ausrüstung geändert hat. Ne, da nicht, da. Testergeschützturm, doppelmäßigen Doppeltitan-Erbabwracker. Nö, hat sich, glaube ich, nichts getan. Scanner-Upgrade. Außergewöhnlich. Bergbausystem, ne, ich glaube, das ist jetzt nichts. Gut, dann sind wir erstmal durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.